Hallo, hier ist Markus Rapp. Ja, heute will ich mit euch ein ganz aktuelles Thema, das durch die Medien geht, besprechen. Und zwar das Gedicht von Dieter Hallervorden und einem Musikerfreund Gaza Gaza, wo er das Leiden in dem Gaza-Krieg, der seit dem 7. Oktober mit dem Angriff der Hamas auf Israel begonnen hat, und es scheint kein Ende in Sicht, sondern wir erleben immer mehr Eskalation. Ich will das mit euch analysieren, dieses Gedicht, auch unter dem Gesichtspunkt, dass Debatte erlaubt sein muss, dass es in einer Demokratie wie Deutschland möglich sein muss, seine Gedanken und seine Gefühle zu äußern über etwas, was einfach auch für viele unerträglich ist. Und ich will dann mit euch auch die Definition von gerechtem Krieg anschauen. Das hat mich schon beim Ausbruch des Ukraine-Krieges mit Russland vor 2 Jahren sehr, sehr bewegt. Ich will das heute neu anschauen. Gibt es gerechte Kriege? Die Antwort ist ja, zur Verteidigung. Aber sie müssen verhältnismäßig sein. Und es gibt 5, 6 weitere Kriterien von gerechten Kriegen, und wir wollen uns das genau anschauen. Ich will mit euch auch anschauen den Unterschied von Israel als Volk der Juden, das ein verheißenes Land Israel von Gott zugesprochen bekommen hat, und einer Regierung in Israel, die zurzeit von Netanjahu geführt wird. Und dass es hier eben sehr wohl auch Maßstäbe von Recht und Unrecht geben muss. Gebt doch ein Like für das Video, dann verbreitet es sich schneller auf YouTube. Und abonniere auch meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Also starten wir mit dieser Analyse des Gedichtes Gaza Gaza. Dieter Hallervorden ist immer wieder bekannt geworden, dass er kritische Meinungen bezieht, ganz, ganz offen. Schon zur Corona-Krise hat er gesagt, das, was er hier ausspricht, sind keine Warnungen, sondern es ist Panikmache, und das nützt niemandem. Er war gegen den Masken- und Impfzwang von Anfang an. Und ich finde das sehr, sehr interessant, dass er also immer wieder hier Themen angesprochen hat, auch in den letzten Jahren, die Menschen beschäftigen, wie Ungerechtigkeit in der Gesellschaft oder auch das ganze Gender-Mainstreaming, wo er sagt, ich lasse mir nicht von einer Woken-Kultur vorschreiben, wie ich ab jetzt zu reden habe. Finde ich bemerkenswert. Also Dieter Hallervorden wollte seine Sympathie mit der Zivilbevölkerung in Gaza ausdrücken, sagt ein Kommentar hier. Doch was dabei herauskam, ist Antisemitismus. Die Frage ist das wirklich der Fall? Wenn man Israel kritisiert, ist das in jedem Fall immer Antisemitismus? Ich glaube, das ist absurd. Ja, genauso wie die Debatte jetzt geführt wird, wenn man nicht der Meinung der Ampelkoalition ist, dass man rechtsradikal oder noch schlimmer Nazi ist. Und solche Totschlagargumente, ja, das ist Antisemitismus, verbieten jegliches Nachdenken und Analyse einer Situation. Also er greift die komplizierte Lage im Nahen Osten auf, die gerade viele Menschen umtreibt. Und er plädiert dafür, dass die 130 Israelis, die noch im Gaza-Gebiet sind, freigesetzt werden. Ich schaue mir mit euch gleich die Gaza-Rede an. Also Dieter Hallervorden hat, wie gesagt, immer wieder auch sich eingeschaltet gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das Gendern, gegen viele andere Dinge. Und er hat keine Angst zu polarisieren. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Weil Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Man muss bereit sein, die Wahrheit zu sagen. Ich will einmal etwas über Israel sagen, weil ich glaube, wir müssen wirklich unterscheiden. Die ganze Bibel ist Gottes Wort, wie wir als Christen glauben, wie auch die Juden glauben. Gott hat seinen Heils- und Errettungsplan von Sünde, Schuld und Gericht offenbart. Und über 200 Verheißungen haben gesagt, es wird der Christus, der Messias kommen, der Retter der Menschheit, Jesus Christus. Und das Heil für die ganze Menschheit kommt von den Juden. Und Gott hat den Juden hat sie als Volk auserwählt, Licht für alle Nationen zu sein. Durch Moses gab er ihnen die 10 Gebote und die Gesetze für die Menschheit, auch die Gottesdienste, ja, die sowohl die Juden auch die Christen feiern. Und er gab ihnen ein verheißenes Land Israel als ewiges Erbe.
Ja, das sind Fakten. Also wir lieben Israel, wir segnen Israel. In 1. Mose 12, 1 bis 3 sagt Gott zu Abraham, wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Wer Israel verflucht, wird verflucht sein. Also im Frieden Israels, wenn wir für Israel beten und es segnen, finden wir Frieden und Segen. Und das Volk Israel ist von Gott auserwählt. Wie gesagt, 56% der Israelis glauben, wir sind ein auserwähltes Volk Gottes. Und das glauben wir auch als Christen. Jesus Christus war Jude, der Sohn Gottes. Gott wurde Mensch im Volk der Juden. Paulus, ja, Petrus, Jakobus, Johannes, all die Schreiber des Neuen Testaments waren Juden. Und wir sehen den Davidstern, ja, und die Geschichte des Volkes Israel und das Königreich, das auf David zurückgeht, von dem gesagt wurde, aus deinem Stamm Juda, von David, wird der Messias, der Christus, kommen. Und die Juden beten jeden Tag an der Klagemauer, dass Gott Israel wiederherstellt und eben auch Befreiung von seinen Feinden gibt. Auf der anderen Seite sehen wir die Regierung, die eine säkulare Regierung ist. Aber mittlerweile ist die israelische Regierung die religiöseste Regierung, die Israel jemals hatte. Netanjahu ist eine Allianz eingegangen mit den ultraorthodoxen Parteien und Juden. Ich habe darüber ein Video gemacht. Und die ultraorthodoxe Sichtweise von Rabbi Schneerson. Schaut euch mein Video an, die rote Kuh, Vorbereitung des dritten Tempels, ist die Lehre auch der Regierung. Also hier sehen wir Israels neue Regierung. Ist mittlerweile jüdisch-orthodox geführt. Sozusagen ist es mehrheitlich geführt von orthodoxen Juden, die sagen, Israel gehört uns alleine. Und wir wollen wirklich Freiheit, wir können keine Zwei-Staaten-Lösung haben, weil Gott hat uns ganz Israel als unser Erbe gegeben. Also hier sehen wir noch einmal die Spannung von dem Volk Israel, dem die 10 Gebote anvertraut wurden. Und der Tempel Gottes, der in Jerusalem stand, wo Opfer gebracht wurden, damit Vergebung der Sünden erwirkt wurde und damit Gottes Gegenwart mit uns auf der Erde wohnen kann. Aber im neuen Bund durch Jesus Christus sind Christen der Tempel Gottes. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns, wenn wir Vergebung der Sünden empfangen. Wir kommen in eine ewige Beziehung, in ewiges Leben mit Gott und Gott sendet seinen Heiligen Geist in unsere Herzen, den Geist der Wahrheit. Und hier sehen wir jetzt einmal, wie also auf das Gaza-Gedicht von Dieter Hallervorden reagiert wird. Sie sagen, statt Honig hat er Dreck im Kopf. Man ist empört über das Gaza-Gedicht. Zum Würgen finden viele Dieter Hallervorden, veröffentlichen Gaza-Song. Didi Hallervorden irritiert mit seinem wirren Anti-Israel-Gedicht. Hallervorden und Ecstasy Spitzel wird dem Komponisten des Liedes vorgeworfen, was aber Gerüchte sind, Empörung über das Gaza-Video. Ich will euch mal eine Umfrage zeigen. Wie finden Sie den Song Gaza Gaza? Wurde mittlerweile eine Auswertung gemacht. Da haben über fast 8000 Leute teilgenommen. Schaut euch das mal an. 2727, 33,9% sagen, ich finde den Song problematisch. 37%, also die Mehrheit, sagt, der Song spricht mich irgendwie an. Er thematisiert, was ich auch denke und fühle. Beides sagen 6%, das interessiert mich gar nicht, sagen 22%. Fand ich sehr interessant. Der Komponist ist Dieter Dehm, der lange Zeit für die Linke im Bundestag saß. Es gibt Berichte darüber, dass die Stasi ihn verfolgt hat als DDR-Feind. Und dann gibt es wieder Berichte, dass er doch auch für die Stasi Auskünfte eingeholt hat. Also hier sind widersprechende Dinge. Das Gedicht Gaza, Gaza beginnt Dieter Hallervorden mit einer Verurteilung des Angriffes der Hamas auf Israel am 7. Oktober, wo 1200 Juden getötet wurden und darunter auch Araber. Und er sagt, nichts kann dies rechtfertigen. Es war ein Verbrechen
gegen Israel, gegen Menschen. Es war ein Abschlachten von Kindern, Babys, Müttern, Vätern. Und es war eine absolute Gräueltat. Und so beginnt er und sagt, ja, damit hat alles begonnen. Und er verurteilt deutlich den Terror an den Hamas. Aber dann sehen wir, wie dieser Krieg beantwortet wurde von Israel mit der Bodenoffensive aus Luft, Land und See. Und wie dieser Krieg mittlerweile 6 Monate währt. Und dann dichten sie in diesem Gedicht, und er steht eben hinter Bildern, wo viele sagen, ja, zum Teil sind das Bilder von Hamas, aber auch von Al-Ghazira, die übrigens von 6, 7, 10 Millionen Abonnenten abonniert werden. Und viele dieser Bilder kommen eben auch aus dem Gaza-Gebiet und von verschiedenen Quellen, westlich, aber eben auch Palästinenser, Hamas-freundlich. Und das wird ihm jetzt vorgeworfen. Und er sagt, was hat dieses kleine Kind den Generälen getan? Ich denke, das ist eine Frage, die man stellen kann. Im Gaza-Gebiet sind 50% Kinder. Mittlerweile sind 100.000 getötet und schwer verletzt worden. 75% aller Gebäude sind zerstört worden. Ich möchte einmal einschieben über den gerechten Krieg. Ich habe das für euch aus Wikipedia mal angeschaut. Und das ist eine ganz wichtige Definition in der abendländischen Rechtsgeschichte. Und ein bewaffneter Konflikt muss eben Kriegsführungsregeln einhalten. Und es muss Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Zivilbevölkerung ist zu schützen. Und es muss Krieg gegen das feindliche Militär geführt werden. Nun, Hamas versteckt sich hinter den Zivilisten, was an und für sich schon ein Kriegsverbrechen ist. Aber hier sehen wir einmal, dieses also Konzept des gerechten Krieges ist zur Selbstverteidigung. Und dieses Recht zum Krieg braucht die legitime Autorität. Die hat Israel. Es wurde von Hamas angegriffen. Niemand bestreitet, dass das Zurückschlagen gegen die Hamas und der Versuch, die Hamas zu vernichten als Feinde, legitim ist. Also ein Kriegsgrund ist der zweite Punkt, liegt vor. Es gibt einen gerechten Kriegsgrund, causa justa. Eine gerechte Absicht des Kriegsführenden. Der spricht über die Motive, ja, nämlich Schaden von Israel abzuwenden. Das trifft auch zu. Und dann das letzte Mittel zur Wiederherstellung des Rechts. Also Krieg ist die Ultima Ratio der Politik, hat einmal Clausewitz gesagt, fällt mir gerade ein. Also es ist Wiederherstellung des Friedens in Israel. Auch das könnte man rechtfertigen, dass man sagt, vom Gaza-Gebiet ist immer wieder Bedrohung ausgegangen. Also auch hier ist es ein Mittel, das Recht und Ordnung und Frieden für Israel wiederherstellen soll. Aussicht auf Frieden mit dem Kriegsgegner sehen wir momentan nicht. Und jetzt kommt das Recht im Krieg. Das war eben das Recht zum Krieg. Recht im Krieg muss Verhältnismäßigkeit sein, der angewandten militärischen Mittel. Und hier muss die Frage erlaubt sein, ist der Gaza-Krieg von Seiten Israels verhältnismäßig? Wenn 75% aller Gebäude zerstört wurden und 2 Millionen Menschen mittlerweile laut UNO-Analysen und verschiedenen Recherchen mit Lebensgefahr dort und auch Hungersnot in einer katastrophalen Hölle leben. Und dann die Unterscheidung zwischen Soldaten und Zivilisten, Diskriminierungsgebot, Schutz der Zivilisten während der Kampfhandlung, Immunitätsprinzip der Zivilisten. Ist das gewahrt? Ist es ein gerechter Krieg, in dem Verhältnismäßigkeit gewahrt wird? Ich habe Videos dazu angehört, wo eben diese Gefühle, die Dieter Hallervorden und dieser Musiker äußern in dem Gedicht Gaza, Gaza, sagen, 1200 sind getötet worden, 100% kriminell, verbrecherisch, unmenschlich durch die Hamas. Aber denen gegenüber stehen mittlerweile Zehntausende Tote im Gaza-Gebiet. 100.000, die schwer verletzt sind am Rande des Todes und 500.000, die von Hungerstod bedroht sind. Ist Hunderttausende in Elend
und von Hungerstod bedroht gegen 1200 getötete Menschen am 7. Oktober verhältnismäßig? Diese Frage muss erlaubt sein. Und er sagt hier, ich zitiere einige Dinge, niemand wird als Terrorist geboren. Aber ich habe das ergänzt, aber viele werden von Kind auf als Terroristen ausgebildet. Also ich finde das etwas naiv von Hallervorden und seinem Freund. Iran, Hisbollah, Hamas, ja, trainieren für Terror und manipulieren und indoktrinieren Kinder und Jugendliche für die Philosophie des Islam, wozu beim Iran auch gehört das Auslöschen Israels aus dem Staate Israel, völlige Vertilgung Israels aus ihrem Land. Und auch für den 7. Oktober wurde trainiert. Also niemand wird als Terrorist geboren. Gut, das mag sein. Ein Baby wird mit reinem Herzen geboren. Aber Tatsache ist, dass viele dazu ausgebildet werden. Und dann sagt er hier, ja, viele erheben jetzt ihre Kinder zum Himmel, zu Allah, zum Mond. Was will er damit sagen, ja? Der Allah ist nicht der Gott der Bibel. Yahweh ist der Gott der Bibel. Allah ist ein Gott, laut dem Koran, der nicht glaubt, dass Gott einen Sohn hat, der Jesus Christus nicht sieht als den Retter der Menschheit und der auch leugnet, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist eine antichristliche Lehre. Dann sagt er hier, soll ich dem Vater von Kindern empfehlen, so cool zu sein wie ein Talkshow-Gast? Und dann zeigt er in einem Bild Maischberger, Markus Lanz, Hart aber fair und Maybrit Illner. Soll ich dem Vater, der Kinder verliert und leidet, sagen, sei doch cool wie ein Talkshow-Gast im sicheren Deutschland, der sich in keinem Wort verfehlen darf, das zu antisemitisch zu sein scheint? Ich finde, da hat er einen Punkt. Weil mittlerweile sind alle in Gefahr, wenn sie etwas Falsches sagen, dass sie als antisemitisch eingestuft werden. Ja? Also er sagt hier, sollen wir cool sein und immer nur politisch korrekt reden? Oder dürfen wir auch mal darüber nachdenken, über Recht und Unrecht in dem Gaza-Krieg? Dann sagt er, ja, im Bundestag haben alle Parteien Apartheid gelobt. Ja, also eine Zweiklassengesellschaft. Das ist ein langes Argument zwischen Israel und den Palästinensern, dass hier eine Verfolgung und ein Zurückdrängen durch Israel erfolgt und eben natürlich auch Apartheid im Gaza-Gebiet, ja, in der Westbank. Und er sagt, von Ampel bis AfD liefern sie Granaten und bitten aber zart damit umzugehen. Aber Menschen wie Viecher zu vertreiben, mit Hunger und Drohnen zu verfolgen, das ist etwas Unerträgliches. Und das empfinden viele so. Interessanterweise, ich habe hier ein Zitat vom Deutschlandkurier, wo er in einer Talkshow sagte, ja, Scholz ist für mich ein trojanisches Pferd, der Dinge ausführt, die eben das Weltwirtschaftsforum fordern und wollen, finde ich doch sehr couragiert von Dieter Hallervorden. Und dann sehen wir hier Rheinmetall, erwähnt er in dem Gaza-Gaza-Gedicht. Und er sagt, diejenigen, die eben die Macht, die Bestien schaffen, aus kaltem Kalkül, sie seien verflucht. Und er zitiert hier BlackRock, die größte Vermögensverwaltungsgesellschaft der Welt, wo die ganzen Waffenkonzerne, auch die ganzen Pharmakonzerne drin sind und die führenden Firmen auch vom Weltwirtschaftsforum eines Klaus Schwab, die ja die Agenda 2030 anstreben, wo das Gegenteil der Nachhaltigkeitsziele erreicht wird. Immer mehr Flüchtlinge, immer mehr Armut, immer mehr Verfolgung, immer mehr Krieg. Ist doch interessant. Und darüber muss man reden. Und er sagt, Gaza, Gaza, ich schlage meine Augen nieder und ich frage mich immer wieder, und soll das etwa kein Völkermord sein? Ja, und das ist ein Konzept Völkermord, das so definiert ist, dass man bewusst ein ganzes Volk auslöschen will. Das kann man Israel nicht unterstellen.
weil es sind ja immer noch überwiegend hier fast 2 Millionen Menschen am Leben. Aber 100.000 sind mittlerweile unter denen, die gefallen, gestorben sind oder dem Hungerstode nahe sind. Es ist eine Frage, was hier passiert. Ich glaube, dass das Wort Völkermord hier nicht greift. Aber die Frage, ob das hier einfach ein gerechter Krieg ist, ob das hier wirklich angemessen ist und verhältnismäßig, sei erlaubt. Dieter Hallervorden ist mittlerweile 88 Jahre alt und er leitet eben auch immer noch eine Show in Berlin, ja, ein Theater. Und in seinem Alter ist er immer noch sehr gut drauf. Er hat ja einen Film gemacht, Honig im Kopf, und jetzt sagen ihm seine Gegner, er hat Dreck im Kopf. Also das zeigt, wo wir hingekommen sind, dass freier Dialog und auch eine Debatte niedergebrüllt werden in Deutschland. Empörung über Dieter Hallervorden, hier ist noch einmal ein Zitat, ja, und das ist eben mittlerweile alles sehr, sehr unsachlich. Jetzt hat Israel auch die Botschaft in Damaskus in Syrien angegriffen und ganz, ganz bewusst zerstört als ein Ziel. Und da fragt man sich, warum muss das passieren? Warum wird das gemacht? Warum setzt Israel auf Eskalation und Konfrontation mit dem Iran? Der Iran hat ja dann geantwortet mit 600 Drohnen und Raketen, wovon 99% abgeschossen worden sind durch den Iron Dome und auch durch Verbündete, ja, Amerika, Frankreich und auch Jordanien, Saudi-Arabien haben mit eingegriffen. Was im Prinzip auch dem Abraham-Akkord von Donald Trump aus 2017 zu verdanken ist. Jetzt ist Angela Merkel dort gerade, Angela Merkel sage ich Baerbock, ist mittlerweile in Israel im April 2024 und sie gelobt wieder unverbrüchliche Partnerschaft und Unterstützung der Regierung von Netanjahu, koste es, was es wolle, egal, was sie tun, um gegen Iran oder Hamas Krieg zu führen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Übrigens ist Deutschland angeklagt von einem afrikanischen Staat in Den Haag, was manche absurd genannt haben, aufgrund von Waffenlieferungen, Unterstützung mit Israel, ja, diesen Krieg zu eskalieren. Und das ist also auch ganz interessant. Es läuft ein Gerichtsverfahren gegen Deutschland in Den Haag, wo ein afrikanisches Land Anklage erhoben hat hinsichtlich der Verflechtung im Israel-Gaza-Krieg. Ganz interessant. Hier sagt ein Nahost-Experte Michael Lüders, das grundsätzliche Übel in der Region ist gegenwärtig der Krieg im Gazastreifen. Dieser Angriff Israels auf die Botschaft in Damaskus hat natürlich wesentlich auch zum Grund, abzulenken von diesem Krieg. Und im Augenblick redet ja auch keiner mehr über diese Katastrophe im Gazastreifen. Also interessant finde ich auch diese ganzen Antisemitismusvorwürfe auch in Deutschland. Aber das ist ein importiertes Problem unserer Regierung, dass wir Millionen Moslems aus Syrien, aus Afghanistan, aus dem Nahen Osten nach Deutschland gelassen haben seit 2015. Hamas, Hisbollah, all diese auch radikale Moslems sind mittlerweile in Deutschland und haben anti-israelische Demonstrationen. Also ist es ein von der Politik erzeugtes Problem des Antisemitismus in Deutschland. Das muss man sich einmal bewusst machen. Die wenigsten Deutschen sind Antisemiten, das ist eine kleine Minderheit, sondern wir lieben Israel und wir leiden unter den Verbrechen von Nazi-Deutschland unter Adolf Hitler und dem Holocaust, der 6 Millionen Juden, das Volk Gottes, ermordet hat. Wir leiden heute noch darunter. Deutschland ist geteilt worden wegen dieser Schuld in Ost- und Westdeutschland. Und wir haben unsere Identität verloren. Und Deutschland hat so viel Fluch und Zerbruch und Gericht erlebt wegen dem, was wir den Juden angetan haben.
Aber wir brauchen eine Heilung auch dieser Vergangenheit. Ich glaube übrigens auch zur Antisemitismus-Debatte, dass ganz, ganz viel von dem Antisemitismus jetzt auch geschieht durch das, was Israel im Gaza-Gebiet macht. Dass es hier eine Vergeltung übt, die wirklich fußt auf den alten Bund, auf das Alte Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und Netanjahu und seine Regierung ist die religiöseste Regierung mittlerweile. Hier, was haben diese zarten Kinder den Generälen getan? Die muslimischen Kanäle im Nahen Osten, die auf Englisch sind, werden von Dutzenden Millionen Moslems geschaut. Das heißt, Israel, das haben auch viele westliche Generäle und Militärexperten gewarnt, schafft selbst Antisemitismus weltweit. Das Beste, was Israel tun kann, ist Waffenstillstand, Waffenruhe und die Grenzen im Gaza-Gebiet öffnen und die armen Palästinenser aus diesem Gefängnis entlassen und wirklich dafür sorgen, dass niemand mehr verhungert und niemand mehr stirbt. Hamas muss vernichtet werden. Hamas, der Name ist ein hebräisches Wort auch, bedeutet mörderische Gewalt. Hamas kommt in der Bibel hunderte Male vor für brutale Gewalt, brutales Morden. Und das geschieht gegen die Juden, gegen Israel schon seit Jahrtausenden, auch im Gaza-Gebiet, wo die Philister waren. Und das lesen wir auch im ganzen Alten Testament. Immer wieder ging mordende Gewalt gegen Israel aus dem Gaza-Gebiet aus. Und auch die Sintflut in 1. Mose 6 sagt Gott, die ganze Welt war von Hamas erfüllt, von Gewalt. Aber Kriegsverbrechen der Hamas sind nie eine Rechtfertigung für neue Kriegsverbrechen. Und das ist das große Problem in diesem Gaza-Konflikt. Und wir müssen wirklich beten für Frieden im Gaza-Gebiet. Sagt mir doch, was ihr dazu denkt. Zu dem Gedicht Gaza, Gaza. Wir müssen beten für Israel, um Weisheit, um Frieden, dass es zu einer Deeskalation kommt. Und es kann keine Lösung sein, unbegrenzt Waffen zu liefern und einfach Israel ohne Unterscheidungsvermögen zu segnen und zu sagen, egal was ihr macht, und selbst wenn nochmal 100.000 unschuldige Zivilisten und Kinder sterben, dann sind wir hinter euch. Schreibt eure Meinung, Kommentare, wie ihr das seht. Also wir beten dafür, dass es zu einem Schluss kommt dieses Krieges, genauso wie in der Ukraine. Wir brauchen Frieden und wir brauchen ein Hören aufeinander. Und die Palästinenser sind verzweifelt. Sie wollen einfach nur in Frieden mit ihren Familien leben. Und die Hamas ist eine Philosophie, die satanisch-teuflisch ist, die antisemitisch ist, aber auch antichristlich, antijüdisch. Und diese Hamas-Philosophie ist in Hisbollah, in den ganzen Proxy-Staaten, in dem ganzen Netzwerk von dem Iran. Und das kann Israel niemals vernichten. Die Hamas-Idee ist weltweit. Und das ist eben absurd zu sagen, wir müssen Hamas vernichten, damit Israel Frieden hat. Das wird niemals geschehen, weil es eine globale Bewegung ist. Das hat man ja gesehen, sogar in den Elite-Universitäten der USA, wo demonstriert wurde gegen Israel, pro Palästina, und wo eben auch schlimme Parolen, Tod für Israel, sogar in Deutschland kandiert wurden. Ja? Und wo die Polizei diese Antisemiten aus muslimischen Ländern festgenommen hat. Und solche Menschen müssen des Landes verwiesen werden. Aber dieses Phänomen ist weltweit. Und darum muss Israel erkennen, durch diesen Krieg kann es nur eskalieren und zu einem Flächenbrand im Nahen Osten kommen, zu einem Krieg mit Iran, wohinter dann auch Russland und die BRICS-Nationen stehen. Und dann sind wir am Rande eines dritten Weltkrieges. Und Israel hat ja jetzt schon gesagt, wir werden antworten. Wir wollen wirklich hier antworten auf das, was passiert ist.
der Angriff mit den 600 Raketen durch Iran. Und es wird ein harter Angriff sein. Und in Deutschland wird mittlerweile schon diskutiert, jetzt gerade bei Maischberger in einer Talkshow, man sollte vielleicht die Atomanlagen von Iran bombardieren. Was für ein Wahnsinn. Wenn das geschieht und Israel droht mit einem ganz harten Vergeltungsschlag, der kann heute oder in den nächsten Tagen passieren, dann sind wir am Rande auch von atomaren Auseinandersetzungen. Und dann ist Iran gefordert, Rache zu üben, um sein Gesicht zu wahren. Und dann kann es zu einem Flächenbrand im Nahen Osten kommen. Okay, ich danke dir, dass du dir das Video angeschaut hast. Abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du künftig keine Videos verpasst. Und wenn du uns unterstützen willst, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Und über Neues Leben e.V., das ist unser Verein, worüber unsere Medienarbeit läuft. Du siehst hier die Kontonummer, weil wir bauen die Medienarbeit weiter aus und ich will immer mehr gesellschaftsrelevante Videos bringen. Ich will jetzt auch ein weiteres Video bringen über das Gerichtsverfahren, das absurd ist und eine Schande wirklich für ein demokratisches Land gegen Björn Höcke, wegen zwei Sätzen, die er geäußert hat. Alles für, ja, Thüringen, für unser Land. Und das sind Dinge, die wir ausbauen wollen. Vielen Dank, dass du das Video angeschaut hast. Leite es auch an andere weiter. Und gib ein Like und lass ein Abo da, damit du künftig keine Videos verpasst. Gottes reichen Segen.